Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen hier zurück bei Divinity Original Sin. Nach dem letzten Kampf haben wir uns mit Pilzen angelegt, die wir jetzt glaube ich 10 Minuten lang gesessen haben oder so. Die waren ziemlich krass. Und jetzt wollten wir uns dieser Dings hier nähern und werden wir angegriffen. Genau. Dass Sam ja quasi eine Überzeugungskraft hat von einem Sack Kartoffeln. Glaubt man ihm natürlich auch nicht, wenn er mit jemandem redet, und deswegen müssen wir uns jetzt durchmetzeln. Ja, so ist dieses Stein-Schere-Papier-Ding. Bei Lotteriesachen habe ich meistens kein Glück. Sehr schön. Hey, da sind auch wieder diese Pilze. Okay, ich schieße Blitze die ganze Zeit. Oh, du bist nicht betäubt. Und er hat alte Entweihung auf sich gemacht, damit er 40% mehr Schaden macht. Und der schießt jetzt zurück. Hey, er kämpft wenigstens mal. Ja. Im letzten Kampf hast du ja verzaubert und es hat nichts gebracht. Und es sind alles Blitze, die wir nicht abkriegen gerade. Das stimmt. Ja. Ach hier, wir stehen ja alle so nah beieinander. Mal hier mal Konstitution erhöhen. Lässt es jetzt regnen? Nein. Ach so. Jetzt habe ich 844 Leben. Und Heidi und deine Madora jetzt 1152. So gut. Ich glaube, es gibt auch mehr Aktionspunkte jetzt mit Konstitution. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das Maximum ist jetzt eins höher. Bam. So. Gut, werden wir gleich sehen, ob man mehr kriegt oder nicht. So, ihr habt jetzt alle eine Intelligenz mehr. Kannst du das? Haben wir alle eine Intelligenz mehr? Das ist super. Ja, das stimmt. Und auf Stärke haben wir auch und Gewandtheit auch eins mehr. Also wir kriegen jetzt auch mehr Aktionspunkte zurück pro Zug. Cool. Ich bin mal gespannt. So, natürlich mal hier den Vereisten hier rechts. Gucken, ob es klappt. Ja. Nice. Schlecht. Sagst du. Wieso? Auch nicht. Einfach nur so. So, da habe ich es nochmal geblendet. Okay. Ich höre schon, ob wir dann ins Haus reinkommen, wenn wir dann endlich mal alle besiegt haben. So. Ich mache ihn mal zu. Gucken, ob er jetzt durchkommt. Ja, bin ich auch gespannt. Er läuft einfach wahrscheinlich durch die Lücke. Wahrscheinlich. So, auf 400. Nice. Ja, der hat gesessen. 102. Du bist dran. Okay. Keep them in the dark. Jetzt nebelst du nur alles ein. Oh, ich bin ernsthaft durch. Mal dieses Kackspiel. Ja. Ich bin einfach dran vorbeilaufen, auch sehr toll. Also die Frostmourne hätte auch ein Tick länger sein können, irgendwie im Spiel seit. Ja, das war zwar nicht maximal länger, aber es war die längste Möglichkeit, wie sie hätte einsetzen können. Ja. Nice. Aber der andere ist nicht durchgekommen anscheinend irgendwie. Zumindest ist er noch stehen. Der hat es einfach nicht versucht, der will einfach nicht. Da hat aber keinen Bock, der faule Arsch. Ja, das versucht ja einer. 5 oder so? Unsichtbar hat sich's gemacht. Oh, nice. Nett. Oh, nee. Das war ja toll. Ach, du hast ihn nicht getroffen?
Ich glaube, ich habe ihn in der Stadt nicht, dass ich verfehlt habe. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Ach, also weil ich einen Windzauberstab habe, deswegen. Ach so. Damn. So wird's gemacht. Nein, jetzt ist er durch. Und wir können ihn nicht sehen. Wie clever. Aber du kannst mich schon sehen, wa? Ja, ich sehe dich. Na klar, warum soll ich dich nicht sehen? Ne, weil ihn können wir auch nicht sehen. Du bist ja auch der Feind sozusagen. Na, hast du auch für recht. Achso, ich bin auch dran. Gut, dann kalkuliere ich einfach mal, dass er hier steht. Einfach mal irgendwo reinkloppen. Na klar. So gut. Einfach auf gut Glück. Diese Ewigkeit. Ah, da ist er. Er ist hinter dir. Gelegenheitsangriff. Nice. Nett. 100 Schaden direkt in seinen Rückenmark. Was für ein Witz. Ich glaube, Schatten haben keinen Rückenmark. 117. Das haben sie aber hier ordentlich verteilt. Ja. Ja gut, was heißt ordentlich? So viel war es jetzt auch nicht. Ja, das stimmt. Beide macht er schon. Ach, scheiße, mal einfach angreifen. Nur? Ja, meine Fähigkeiten waren außen aufgebraucht. Da musst du es halt jetzt richten. Ich versteine den erstmal. Sieht schön aus. So eine Statue will ich mir auch hinhängen. Yeah. Habe ich die gerade vergiftet? Kann sein. Ja. Sauber. But I wonder how you'll fare against an obstacle you can't beat into submission. Okay, and yet? We've escaped the void by the skin of our teeth. And still this shadowy barrier remains. There must be another means of removing it. Okay, tja, wie werden wir die jetzt los? Was denn? Diese Schattenbarriere. Ich wüsste es ja, aber dazu müssen wir das Spiel neu starten. Dann müsste ich vorgehen und mit den Typen reden. Komm, wir bomben mal selber durch, dann hat sie es. Ja, ich versuch's ja hier, da, so. Tja, unsere Spar-Jahrmarkt-Zauber helfen aber nicht. So, Jahrmarkt-Zauber. Okay, Hexerei hilft bestimmt. Genau, ich kann die Willenskraft der Barriere senken. Ja, genau, das war die Idee. Gibt's irgendwo einen Eingang? Nö. Da ist ein Vogel. Wegen dir kommen wir an der Quest zum Beispiel. Oh, jetzt sind Pilze. Ne, ich will nicht zu den Pilzen. Wegen dir kommen wir an der Quest nicht vorbei. Sehr merkwürdig. Hier unten sind wieder Pilze. Ich weiß. Deswegen bin ich ja nicht hingegangen. Ich hab Angst vor Pilzen. Tja, ist natürlich die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Guck mal, hier liegt so ein hässliches totes Alfie. Wie ist das denn passiert? Was soll ich mit dieser Mara hier? Ja, das mit der? Achso. Unwichtig. Okay. Nochmal hoffen. Wo bist du denn? Da bist du. Oh, da liegt ein. Oh. Was? Hier ist ein nektarbetrunkener Goblin. Goblins. Ja, hier ist Beere, stimmt. Na dann töten wir mal die ganzen Viecher oder so. Ja. Zumindest können sie angreifen. So ein bisschen näher ran und dann. Ah. Das ist witzig aus. So sehen Goblins aus? Okay. Eher so Zyklopen-Goblins. Wow, das war wieder mal eine intelligente Aktion von dir. Es müssen Opfer gebracht werden. Du hast mich da vergiftet letztens. Ich dachte, ich gebe dir was zurück.
Außerdem hat es nur ein Gruppenmitglied erwischt, also es hält sich der Verlust in Grenzen. Oh ne. Mit dir als Verbündeten kann man nur verlieren. Du hast mich um die Spiele beschissen, du musst brennen. Ja. Krass, ich hab's regnen lassen, kann immer noch eine Eiswand ziehen. Krass. Mm. Nee, doch. Kann ich jetzt oder nicht? Kostet nur 5 AP, aber ach, jetzt kann ich's. Achso, durch deinen Angriff ist mein Sichtfeld so wie eingeschränkt. Deine Sicht? Ne, die ist durch deinen Regen eingeschränkt. Der hat mich für den Dampf gesorgt. Ja, gut. Irgendwann ist er eingefroren. Ja, irgendjemand muss ja was Vernünftiges machen hier. Ja, hab ich auch. Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Hier, deine Madoras dran. Die kann uns ja verstärken wieder oder so. Macht sie ja. Finde ich scheiße. Sonst bringt ihr ja alle nichts auf die Reihe. Du bist doch derjenige, der nur Scheiße baut. Wenn Madoras macht wenigstens was Sinnvolles fürs Team. Hab ich auch. Also ich bin hier der Egoist, nicht du. Wenn ich der Egoist wäre, hätte ich hier auch die Feuerlinie durch dich und die Beitau gezogen. Du hast ja quasi durch mich durchgezogen. Nee, das nur nicht durch Heidi, weil die noch in deinen Augen vernünftig ist. Nein, das Problem ist, getroffen hat sich, weil das Fass explodiert ist und die Explosion ziemlich weit war. Ja, das ist Nützlichkeit, ja? Nicht die eigenen Typen angreifen, ja? Nur den Gegner treffen. Die Heidi weiß, wie sowas geht. Er ist vergiftet. Ach, die Änder. Was macht der jetzt? Ach, die Blume gehört auch noch zum Gegner, oder was? Hat er jetzt die Blume angegriffen, oder war die Blume ihn, ne? Nee, der hat mit der Blume interagiert irgendwie. Das ist okay. Du bist vergiftet, glaube ich. Ja, ja. Ich hab gerade immer so einen Giftangriff gemacht. So, wenn ich jetzt Feuer auf dich schicke, ist dann das Gift weg? Wenn du Feuer auf mich schickst, dann bist du gleich weg. Stufenaufstieg! Yay! Yeah. Aber nur deine Beiter im Moment. Ja, wir hinken nur 500 EP oder so hinterher. Ja. Also noch die anderen töten, dann haben wir einen Stufenaufstieg. Yeah. Würde ich jetzt auch mal schätzen. Ja, jeder von denen bringt ja 1000. Ich frage mich ja nicht, warum die Beiter einen Tick mehr Erfahrung hat als die anderen. Das ist eine festartige Blume, interessant. Das ist eine eingeeiste festartige Blume. Achso, du hast ja eingefahren, weil Schaden hat es glaube ich nie gemacht, oder? Ja. Der Ding hat Leben verloren. 200. Dieses Lachen. Dieses Lachen. Der war ich nicht. Sehr schön. Es sind nur noch 3 Viecher übrig. Ach ja, einer ist ja der Eingefrorene, stimmt. Ja, heil dich erstmal. Du siehst ganz schön geschwächt aus. Ja. Bam! Oh, 280 Schaden, ey. Nicht schlecht. Sehr schön. Lächerlich. Das sehe ich, ey. Na, haust jetzt wieder einen Blitz ins Wasser rein, damit alle betäubt sind? Das wäre geil. Was ist das für ein geiler Bogen? Ne, ich dachte, sollte ja dich nicht, also was muss ich ja irgendwie um dich herumschießen, ne? Du bist ja so ein Typ wie aus dem Film Wanted, ey. Ein Gelegenheitsangriff. Na toll. Cool. Sehr stark. Was ist denn gegen diese Blume hier effektiv? Feuer und Luft ist effektiv. Ah ja. Wasser und Erde hat eine gewisse Resistenz und Gift solltest du gar nicht erst versuchen. Hau ich erstmal Erde rein, dann hast du dann eine Ölfläche. Dann könnte man theoretisch da Feuer reinjagen. Hm. Hat aber glaube ich keinen Schaden, oder? Doch, der hat den Punkt verloren. Ist hier nicht noch irgendjemand? Irgendein Goblin? Ja. Ja, links steht nur im Wasser. Nur. Ach, in der Eisfläche ist noch der. Ja. Schön, den habe ich irgendwie vergessen. Der war einmal eingefroren und dann... Oh, wo schickt er das jetzt hin? Oh, Madoras ist vergiftet. Naja. Und nochmal vergiftet. Ja, mein Gott. Dann laufe ich mal entgegen. Ja, sehr gut. Gut, Explosionsfall. Nice. Oh, das sind ja gerade schon erledigt. Sind sie ja so gut wie tot. Ja, klar. Jetzt brauche ich nur Madoras nicht mehr hinschicken.
Ja, gut, brennt jetzt aber. Es regnet aber, es müsste eigentlich bald gelöscht sein. So, jetzt ist der Goblin tot. Ach, du hast jetzt deinen Elementar gerufen. Ah, richtig. Oh, es hat sich da jemand hingepackt. Was macht überhaupt Sinn, gegen ihn mit Gift ist anzugreifen? Jetzt das Eis gebrochen in der Mitte? Das ist jetzt kein Eis mehr. Nee, das ist kein Eis. Ah, das war das Eis, was direkt um die Mauer umgezogen wurde. Durch das Ja. Zerplatzen der Mauer kommt da nochmal eine größere Eisfläche zu Trage. Zum Vorschein. Jetzt ist es noch Wasser. Ja. Ist auch nicht. Und jetzt? Ich hab keinen Zauber mehr, was ich einsetzen kann. Oh. Habe ich irgendwas im Inventar? Eine Granate oder so? Was kann ich noch raufschmeißen? Nagelbombengranate, um auszuprobieren. Yeah. 100 Oh, ich Fischer. habe da Matadora noch Feuerwehr, wo ich extra so geworfen habe, dass eben nicht jemand von uns getroffen wird. Ja, siehst du, so ging es mir vorhin nämlich auch. Schön an dir vorbeigezogen, die Linie, und dann trotzdem getroffen. Ja, das Problem, da war ein Fass auf dem Weg. Na und? Links neben mir War war ein weit Fass weg. voller Gift. Na Das natürlich und? dementsprechend explodiert ist. Ja, weißt du, jetzt will er, sich selbst Ja, du hast rausreden es und dann verkackt. schon Ja, du hast es schief. einfach verkackt. Du hast einfach nicht mal versucht, es nicht zu machen. Doch, deswegen habe ich die Linie an dir vorbeigezogen, nicht durch dich durch. Das ist jetzt eine Ausrede. Nee, man konnte ja sehen, dass die Linie an dir vorbeiläuft. Sehr gut. Ja, das war's. Oh, meine Rüstung ist beschädigt. Oh, okay. Ist aber nicht schön. So, Gut, wie ich würde weit? sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Wir werden dann außerhalb dann die Level aufsteigen. Und dann mal gucken, was wir in der nächsten Folge erleben. Also, bis dann. Cheerio. Tschüss.